FDP. Geschätzter Herr Vizepräsident, meine Damen und Herren, Frau Kollegin, das war jetzt wieder der verzweifelte Versuch, wie auch vom Kollegen Rehberg, bei der Frage, wie das mit der Schuldenbremse lief, die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit ist, ja, wir wollten eine Schuldenbremse, bei der nicht ausgewichen werden kann. Eine Schuldenbremse, bei der zum Beispiel nicht Verschuldung dadurch gemacht wird, dass die Bahn AG 25 Milliarden Euro Schulden hat, für die am Ende der Bund und die Steuerzahler haften müssen, weil da eine weitere Möglichkeit zur Verschuldung am Haushaltsgesetzgeber vorbei ist. Und dann wollen wir bei der Wahrheit bleiben, Frau Kollegin. Als es dann im Bundesrat darum geht, weil die SPD wackelte, die Mehrheiten zu besorgen haben, die Grünen, das will ich ausdrücklich sagen, und die FDP in ihren Landesregierungen dafür gesorgt, dass wir die haben. Denn welche drei Länder haben die Schuldenbremse abgelehnt? Berlin unter Führung von Herrn Wowereit, der ist in der SPD, Schleswig-Holstein mit einer SPD-Regierungsbeteiligung und sehr zum Schanden des Kollegen Rehberg, weil er auch ganz schnell vorher schon in den Bund gegangen ist, Mecklenburg-Vorpommern, Ihr Bundesland, Herr Rehberg, unter der Führung der SPD und CDU. So war das. Und das ist das, was wir bei der Frage Schuldenbremse festhalten wollen. Weil wenn es auf den Punkt ankommt, und das sage ich jetzt auch mal vermittelt, weil ich manchmal auch diese ewige Keilerei zwischen Grünen und FDP langweilig finde, dann kann man sich auf Liberale und Grüne verlassen, wenn es um die Frage geht, wie wir in die Zukunft gehen wollen, meine Damen und Herren. So, zweiter Punkt. Warum brauchen wir eigentlich eine Schuldenbremse? Ein nachhaltig denkender, ein wirtschaftlich denkender Mensch wird immer in der Lage sein zu sagen, wann investiere ich wie viel, damit sich das auf Dauer rechnet. Die Politik hat aber bewiesen, dass es eben Lobbygruppen gibt, die sagen, mir ist doch völlig egal, ob das sich nachher rechnet, ich gebe das einfach aus. Und dann haben wir uns, obwohl es ökonomisch für vernünftige Menschen nicht notwendig ist, politisch beschränkt. Und Sie und erst recht Ihre Nachbarn wollen diese Beschränkung am Ende entweder umgehen oder sogar aufheben. Und das macht die SPD nicht mit und FDP nicht mit. Und deswegen werden wir das auch weiterhin stärken. Ich will mal ein Zitat geben. Die Schuldenbremse ist nach wie vor grundsätzlich ein richtiges und wichtiges Instrument. Angesichts der Überschüsse in den vergangenen Jahren kann sie auch nicht für ausgebliebene Investitionen verantwortlich gemacht werden. Vielmehr muss die Schuldenbremse angesichts der guten Haushaltslage noch seinen Härtetest bestehen. Dieser wird kommen und wenn wir auf die Zahlen sehen, wir haben es ja gestern von der Bundesagentur für Arbeit auch gehört, dann wird dieser Test kommen. Ich finde eine sehr zutreffende Aussage. Die Kollegin Heidung nickt, die anderen Grünen nicken noch nicht so ganz. Als Hinweis, das stammt aus den Händen der Kollegin Heidung, des Kollegen Weyerl, die das so veröffentlicht haben. Die FDP hält diese Sätze für richtig. Und deswegen müssen wir an diesem Punkt auch ran. Aber die Realität ist doch eine andere. Nur mal kurz die Zahl. Wir haben seit 2013 240 Milliarden zusätzlich als Bund an Einnahmen gehabt. Wenn man sich seit diesem Jahr die Frage anguckt, wie die Investitionen gelaufen sind, dann sind die erst runtergegangen, dann wieder ein bisschen hochgegangen. Dann kommen die Trickzurechnungen von Geldern, die weg sind, die man uns sicher selber aber als Investition zurechnet. Und faktisch, Herr Kollege Rehberg, von 240 Milliarden zusätzlich, 3,8 Milliarden, piefige 3,8 Milliarden zusätzlich für Investitionen. Das ist die Bilanz dieser großen Koalition. Zum Schluss, Herr Vizepräsident, will ich auf eines hinweisen. Es ist über das Thema Investitionen geredet worden. Und da widerspreche ich dann allerdings den Grünen. Wenn wir eine Konstruktion über Privatunternehmen befinden, denen wir zusätzliche Verschuldungsmöglichkeiten geben, bei denen aber am Ende der Bund haftet, dann ist das im Endeffekt genau das Gleiche. Wir werden nur eine Verschuldung haben, die wir weiter verstecken. Da müssen wir dann drüber reden. Ich glaube, dass Sie einen guten Willen an der Stelle haben. Die FDP sagt nur eines. Eine stabile Schuldenbremse, die Investitionen berücksichtigt und die etwas Zweites tut. Die Investitionen berücksichtigt, wie wir sie im 21. Jahrhundert wollen und nicht mit einem Investitionsbegriff aus dem 19. Jahrhundert. Das ist das, was unsere Aufgabe ist. Nur so können wir auf Dauer auch nachhaltig und finanziell richtig handeln. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege.